Hallo liebe Leute und willkommen zu einer neuen Folge 7 Days to Die. Episode 37, ihr seid dabei. Wir geben endlich unsere Quest ab. Wir werden dann noch, ich weiß nicht, ein oder zwei Quests machen. Wir werden schauen, ob wir der Gerät hier abbauen können. Nicht genug Ausdauer. Jawollo. Boah, ich brauche Sachen zu essen, ne? Dann gleich gucken, was wir da einkaufen können. Beim Händler. Wir brauchen Essen, wir brauchen Trinken, ne? Noch nicht offen. Macht am 6 auf. Na, bauen wir so lange noch was ab. So, auf geht's, ab geht's. 3 Tage wach. Guck mal, das ist hier ja mal in den Automat, ob wir da irgendwas zu essen, was zu trinken kaufen können. Dose Nudeln. Ja, und von mir aus das hier. Hauptsache, ich hab was zu essen und was zu trinken. Okay. Don't spend it all in one place. But if you do, Composite-Bogen. Make sure it's here. Boah, nehmen wir den einfach mal. Ja, ne? Irgendwelche Aufgaben für mich. Beseitige Zombies. 1,2. Nehmen wir das mal in der Nähe hier mit. Okay. Be careful and try not to get yourself killed. Battery low. I hope you come back and see me sometime. Schauen wir noch mal rein. Die neue Sachen bekommen. Boah, ja. Viel bringt uns das ja nicht, ne? Ehrlich gesagt. Batteriebank. Boah, das wäre gar nicht so schlecht. Für unsere Base. Ja, die nehme ich mal mit. Müssen nachher 2, 3 Autos abbauen. Und dann können wir die getrost benutzen. Das nehme ich auch mit. Gemüseeintopf 31 nehme ich unbedingt. Gekochtes Wasser. Das hole ich mir gleich von draußen. Nee, das nicht. Okay. Mal, ob wir den vernünftig irgendwie benutzen können. Da brauchen wir gleich erstmal ein bisschen ein paar Pfeile für, ein paar Federn und Stahlspitzen. Das nehmen wir mal mit. Tanken wir den auch mal kurz voll hier. Und dann geht's ab. Da sind wir wieder. Wir haben unseren Bereich betreten. Ist das hier das Parkhaus, was wir jetzt machen? Cool. Kann ich mir ehrlich gesagt auch ganz gut vorstellen als... Nehmen wir mal an. So als Horde, wenn du dich oben drauf packst und die laufen die ganze Zeit so im Zickzack da hoch. Wäre schon nice. Gehen wir einmal kurz das Hochhaus hier. Da kommt wer.
Reparieren wir das einmal kurz hier. Na komm. Okay. Was geht hier jetzt ab? Auch schon mal geregelt. Ich baue ich ab. Ich hole mir mal kurz hier aus meinem Motorrad einen. Kannst du das zur Zeit nicht nehmen? Ich dachte, ich hätte mir ein Bein gebrochen. Naja. Vielleicht sieht das ja auch noch so aus. Ich habe mir auf jeden Fall Knochen gebrochen. Okay. Geht's ganz hoch und dann gehen wir runter, oder wie? Nee, ganz hoch nicht, aber hier geht's schon mal rein. Okay. Gibt's hier einen Einkaufskorb? Ach, komm schon! Los bei dem Onkel. Aber mit dem Knüppel, das läuft, ne? Kann man so sagen. Okay, das haben wir gelootet. Größtenteils dieser POIs, wie dieses Parkhaus, da war ich noch nie drin. Dann machen wir dich ab hier. Okay. Wir gehen erstmal hier hoch, wir lassen das mit dem Abbauen. Das ist alles sehr, sehr zeitintensiv. Vogel. Na komm, hau. Da. Okay. Aber wir müssen ja da drüben rein, nehme ich an. Da ist die Leiter. Alles andere, das ist ein Fahrstuhl, da können wir nicht rein. Hier Menschen. Ach, hätte ich den Bus mal weggebaut. Okay. Aber erstmal Pflasterscheine mitnehmen. Das ist wichtig und richtig. Dann sehe ich da hinten schon eine Kiste. Mit Essen. Ja, ich weiß, das ist trüb, aber was soll ich jetzt machen? Ich kann es halt gerade nur bedingt ändern. Ja, ich trinke nochmal hinterher. Komm schon. Ich bin beschäftigt, ja, weiß ich.
Aber hilft ja nix. Komm ich hier runter? Nee, ne? Ja, komm, wir gehen hier lang. Hier ist ja eine Leiter. Nimm mal jetzt runter. Okay, Ausdauer. Boah, da kommt noch ein Fetter runter. Boah, hier ist ein bisschen Action, oder? Wo ist der Dicke? Da. Ich mach die jetzt hier einmal kurz weg und dann kann ich wenigstens in Ruhe looten. Na komm. So. Verschlossen. Machen die Wege jetzt auch nicht auf. Da kommen wir auf jeden Fall nicht runter. Hier kommen wir wieder hoch. Da ist ein Auto. Ich glaube, der wäre wesentlich munterer, wenn ich ein bisschen was zu trinken hätte, der Gute. Ich könnte Klebstoff trinken. Mal hier rein, ob hier noch irgendwas ist. Ne. Also ich höre noch ein paar Zombies, aber wirklich weiter. Ne, da war ich schon. Okay. Ach so, ich kann hier gar nicht runter. Ach, hier geht's runter. Okay. Nichts gesagt. Er geht den neuen Beat nach. Ist der neue Scatman. Ach, junge Frau, ich wollte nur was zu trinken haben. So was hier zum Beispiel, das ist gut. Ich habe ein bisschen... Ja, ich brauche erstmal die Geräuschkulisse hier weniger. Was explodieren kann oder was brennt? Nee. Warum kommen die denn alle her? Mach ich mir mal kurz einfach. Das war sehr gut. Oder? Okay. Dann kann ich ja erstmal in Ruhe hier looten. Das vielleicht mal eine Runde abbauen. Oh, ich bin froh, dass ich das Wasser gefunden habe. Schade, ich habe gehofft, da fällt noch Wasser ab. Aloe Vera. Bin ja nicht so der Freund von, man kennt's. Oh, die kann man auch aufmachen, ne? Da habe ich aber auch kein Dietrich für. Und Airdrop, das holen wir uns vielleicht gleich nochmal. ATM für Geldautomat.
Der Hausmeister muss auch dran glauben. Die haben halt echt viele Ärzte hier, ne? Eigentlich hätte die Apokalypse gar nicht passieren dürfen. Bei den ganzen Ärzten, die hier haben. Okay, die machen wir, glaube ich, auf. Die dürfte ja schon fast kaputt sein. Ja, anders kommen wir auch gar nicht an den Medizinschrank dran. Okay. Kommt ihr jetzt raus? Da kommen sie. Ihr seid aber schon ein bisschen... Oh, ihr Mutti hier. Okay. Bautz hat sie gemacht. Gute Frau, ihr Schlüpfer guckt durch. Was machen wir denn da? Kennt ihr das mit dem Autounfall? Es ist schrecklich, aber... Also man weiß, man darf nicht hingucken, aber es ist viel zu schrecklich zum Weggucken. Ich freue mich schon, wenn sie despawned ist. Ich bin gespannt, was es hier als Haupt... Wir müssen hier eh nochmal rein, weil wir immer noch nichts haben, womit wir die... Pizza? Weil wir immer noch nichts haben, womit wir die Kisten aufkriegen. Ich habe in keinem Durchgang bis jetzt bei 7 Days so wenig an Dietrichen gehabt. Oder Sprengsätzen oder so. Also es ist schon hart. Weil hier überall Getränkedinger und nichts zu trinken drin. Oh, hier geht's ja noch weiter. Läuft. Die gönnen wir uns mal sofort. Machen wir mal kurz auf wenigstens. Wow. Das war echt spannend. Okay. Jetzt höre ich auf. Versprochen. Rucksack. Okay. Habe ich sowas? Okay, vielleicht habe ich das aus Versehen einfach gescrapped. Kann mal passieren. Weiß ich nicht. Ach nee, ich habe es repariert. Okay. Ja, das sehen wir uns da. Wir gucken gleich mal, was wir anziehen können, ne? Das machen wir jetzt nicht. Oh, cool. Bruchsand ist wichtiger als das hier. Am allerwichtigsten Pflastersteine. Nee. So. Das war mir nämlich fast klar. Komm, lauf. Ha! Die Amateure. Ach so. Okay, nicht Amateure. Ihr könnt da durch. Das wusste doch keiner. Das konnte doch keiner wissen, dass das funktioniert. Geht weg. Geht weg. Geht weg.
Die sind auch noch viral dabei, ne? Das ist halt noch so ein Ding. Oh, ich habe keinen Schuss mehr. Echt jetzt. Hier habe ich noch Schuss. Da war ich ja ein bisschen gerade feucht im Schlüpper, ne? Also, natürlich souverän geregelt, aber mit dem Schlagstock und nur noch 50 live war das schon ein bisschen dafür eigentlich verdammt, dass ich mir leider, also ich habe eigentlich gedacht, jetzt bin ich wieder schnell beim Händler und hole mit meinem Pocketbike das richtige Motorrad. Ich lerne die jetzt einfach mal durch. Oh, viel zu lernen heute, ne? Das trinken wir nochmal. Was lassen wir uns noch hier? Die Knochen auf jeden Fall. Das grappen wir. So. Und wieder eine Kiste. Komme ich hier irgendwo raus? Komme ich hier raus? Ach, da gibt's. Okay. Nice. Ach, hier. Okay. Schon ein bisschen genatzt, ne? Aber das nehmen wir natürlich mit hier. Ach, da ist noch mehr drin, das habe ich gar nicht gesehen. Das nehmen wir natürlich auch noch mit. Pflasterscheine können wir gebrauchen. Okay. Dann nehmen wir auch hier nochmal die Kiste mit. Kiste Erdgeschoss. Okay. Oh Mann. Jetzt können wir uns hier. Schön, dass das aufgegangen ist. Aber was ist aufgegangen? Diese Tür nicht. Ist hier irgendwo eine Tür aufgegangen? Ach, kommt schon. Ach, bestimmt oben. Eine Etage. Das ist doch jetzt Murks, ey. Ist mir egal. Machen wir jetzt hier einen Eingang und dann ist gut. Ich habe da jetzt keine Lust drauf, 5 Stunden den Ausgang zu suchen. Wir haben nämlich schon 15 Uhr. Wir düsen jetzt einfach zum Händler zurück, geben die Quest ab, verkaufen die Sachen und bereiten dann die Nacht vor. Wo habe ich das Motorrad hingestellt? Da hinten um die Ecke. Da liegt's. Ich wette mit dir, wenn wir reingehen in den Haupteingang, wird hier links... Ah, ich habe eigentlich gedacht, die Tür ist nachher auf. Ja, danke für Nichte. Dann schauen wir mal, was die Tante uns gibt. Pumpgun. Magazin. Oh, endlich, endlich. Das nehmen wir auf jeden Fall auch dankend an. Kaufen wir mal irgendwas ab. Das Rohr zum Beispiel. Und die Scheinwerfer. Okay. Dann schauen wir mal, was wir hier noch so haben. Das können wir essen. Ich glaube, viel haben wir nicht. Schade eigentlich. Come back and see me sometime. Okay. Hier ist dieser Schalldämpfer dran. Okay. Dann machen wir den Schalldämpfer dran. Und dann haben wir auf jeden Fall eine Knarre, mit der wir halt auch ein bisschen schießen können, ne? Die Pumpgun verkaufe ich jetzt gleich, die andere, die ich habe. Darf ich dann im Inventar sehen? Und tschüss. So. Ja. Ja, klar.
Trust me, I'm an engineer, ne? Kein Kaffee. Nur ein bisschen Kohle, Nitrat. Haben wir Batterien, Bauteile. Die haben wir. Elektroschaltung. Vielleicht. Ach, hier, Dietriche haben wir. Wir gehen auf jeden Fall nächste Mal. Ich weiß nicht, ob 24 reichen. Aber in der, wenn wir den Blutmond nächste Mal überlebt haben, gehen wir rüber. Und holen uns da. Schießpulver. Nitrat und Kohle. Kohle war doch hier drin noch. Ach so, nur noch eins. Upsi. Ja, irgendwas ist immer, ne? Das ist Ölschiefer. Okay. Naja. Immerhin habe ich jetzt Nitrat. Fein. Hier, er schmitzt noch ein bisschen ein. Viel leider nicht mehr. Sechs kann ich noch 10 machen. Okay. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns bei dem Blutmond wieder. Lasst mir ein Abo da, lasst mir ein Like da, wenn es euch gefallen ist. Schreibt mir was in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns. Ciao.